jetzt werden wir mal gucken. Ist ja schön hier. Hier machen wir von mir aus Dreier hin. Sonst können wir Zweierfenster machen. Zweitigen. Das passt. Wow, schon wieder eine zu schnelle Mausbewegung. So. Weißt du was? Dann machen wir hier mal die Hälfte mit zwei Stacks. Wir dann von mir aus ein Fenster. Warte mal. Ist ja auch nicht schön. So. Mann. Das Verbauen kann ich nicht ab. So. Gut. Passt perfekt. Gut, da hinten ist ein bisschen blöd mit der Ecke, aber okay, sonst passt das. Ich bin zufrieden. Und so viel Holz, naja, okay. Scheiß aufs Holz. Jetzt kommt erstmal. Jetzt werden wir erstmal Ebene für Ebene abernten. Weil hier soll ein anständiger Boden rein. Und den Boden dürfen wir uns natürlich selbstverständlich aussuchen. Aber ich wäre jetzt auch mal für Holzboden. So. Okay. Hoffentlich hält die Schaufel noch. Boah, ist das warm hier, ey. Ich sitze hier im Pullover. Ist auch nicht schön. Das war echt höllisch warm. Hier glüht ja alles. Der Rechner glüht. Der Tisch glüht. Der schöne Holztisch hier, der glüht richtig. Als wenn ich ein Haus neben einem Kernkraftwerk habe. Da strahlt ja alles. Da glänzt es ja. Da glänzt ja auch das Obst in der Nähe. Ja. Ich kenne da so einen scheiß Witz, der ist echt scheiße. Hat irgendwie jemand mal 2011 gesagt. Früher lächelten die Japaner, jetzt strahlen die Japaner. Ist auch überhaupt nicht schön. Also, es ist als Witz angesehen. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Also, da muss schon mal was Besseres kommen, ganz ehrlich. Weil Fukushima war jetzt auch nicht schön, ne? Und ich habe natürlich Verwandte aus Japan und die haben sich seitdem auch nicht gemeldet. Ja. Das ist natürlich nicht sehr schön. Aber ich glaube, dass sie kurz nach Fukushima angerufen haben und gesagt, ja, geht uns gut und so, ne? Haben wir auch angeboten, dass sie bei uns, bei mir übernachten dürfen oder so. Bei uns, ja, ich spreche schon wieder, ne, aus der Uns-Perspektive, dass sie bei mir hier übernachten dürfen oder so, habe ich denen mit denen angeboten und, die wollten nicht und leben da weiter und hoffentlich geht es denen jetzt noch gut, nämlich Strahlung ist was nicht Schönes, ne, ganz ehrlich, Strahlung ist gefährlich. Gefährlich für den Körper. Lebensgefährlich. So, wir heben hier einen schönen Keller aus. Wow. Okay, geht klar hier. So, wir kriegen wieder unendlich Erde hier.
ist mega warm, aber hier, echt. Ich muss deine Aufnahmepause machen. Ich kann nicht mehr. Ganz ehrlich, ich kann nicht mehr. Die Schaufel ist gleich Schrott, scheiße. Ich baue mich aber auch immer selber runter hier. Und weg. So, dann brauchen wir eine neue Schaufel und ich merke, dass hier unten kein Stein ist, dass wir hier nur Erde rauskriegen. Naja, ist auch nicht so schön, ne? Aber ganz ehrlich, wir könnten hier eigentlich, was mir gerade auffällt, eine Tür reinbauen. So, hier, wow. Einer Fenster, sieht auch gleich besser aus, oder? So, es wird schon wieder Nacht, Mensch. Das Haus wird aber langsam, ganz ehrlich. Das wird. Und ich mag nicht so gerne nachts bauen. Ich mag gerne nachts bauen, wenn wir sicher sind, wenn wir in einem sicheren Bereich sind. Dann ja, aber so irgendwie nicht so ganz. Ja. So, Granit, schöner Granitboden und hier oben haben wir einen schönen Holzboden. Boah, ist das warm hier echt, Alter. Ich schwitze hier richtig, die ganze Sonne knallt jetzt hier links, also ich habe hier links neben mir so ein Fenster und die ganze Sonne knallt hier links auf meinen Rücken, auf meinen Nacken, der ja auch schwitznass ist, also schon heftig. Morgendliches Frühstück hier auf der Treppe. Keller sieht sauer aus, bisher noch keine Monster. Und, ja, die Stube hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Super. Naja, gut, wenigstens haben wir eine, ne? Aber wenigstens sind wir nicht so arm. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Wir brauchen, ach so, eine neue Schaufel. Tools. Wo ist es? Ja, hier, ne? Nämlich die hier. Die Erde kann ruhig von mir aus in den Dreckskasten hier. Können wir da oben gerne weitermachen mit der Erde. Macht von mir aus nichts aus. Axt brauchen wir jetzt eh wenig und der Baum hier in der Mitte ist gewachsen. Ja, schön, da haben wir mal wenigstens was Schönes hier. Ne? Und das Getreide ist fertig. Boah, Alter, das gibt's nicht. Es ist ja auch immer so, kaum ist es kalt oder so, dann meckert man und sagt man, oh, was ist, wäre schön, wenn jetzt Sommer ist und so. Wenn Sommer ist, dann denken die, oh, ist zu heiß und so und ah. Ne? Also, ja, in Australien ist das schon. Das ist auch so ein enormer Unterschied, auch Deutschland, in Deutschland, weil Australien einfach auch im Winter 20 Grad hat. Und Winter ist jetzt gerade in Australien. Die sind ja auf der anderen Seite der Erde und ich habe da auch einen Cousin, einen Verwandten aus Australien und die Hühner reißen sich wieder um die Seeds hier, die ich hier einpflanze. Und ja, das ist immer dieses Klimawechselproblem bei den Leuten. So, ihr wollt den Rest der Seeds haben. Das müsst ihr euch erstmal verdienen. Ja, wow, da ist auch wieder nichts rausgekommen. Was sind das für Hühner hier? Volksversammlung. Hey, alle Volksversammlung. Ihr da im zweiten Gehege bekommt nichts. Ihr beide und ihr beide. 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 Ihr beide und. Suchst du noch einen? Ihr beide. Habt ihr auch einen Partner? Seid ihr zufrieden oder gibt's hier noch einen? Da ist noch ein Single. Einer ist Single. Du und. Du geht nicht. Gibt's denn hier noch jemanden, der Single ist?
Du und ach komm. Durch den Zaun durchmachen, ist ja auch schön, ne? So, was wollt ihr denn jetzt alles hier? Hier, komm. Baller ich die hier mal rein. Jeder kriegt was. Du kriegst die letzten vier. Du hattest, glaube ich, schon. Hoffe ich doch. So, ja, da haben wir die Hühner wieder ein bisschen versorgt und wir haben wieder drei Eier. So. Fertig ist es und jetzt können wir mal Brot machen. Brot ging wie hier so. Können wir zu essen wieder hier nehmen. Nehmen wir 7 Brote einfach mit auf den Weg. Und dann haben wir hier natürlich noch Weizen. Samen sammeln wir überhaupt nicht. Die ballern wir gleich in die nächsten Hühner rein. Ist natürlich klar. So, 3 Brote kommen daraus noch. Das ist ja schon mal was. Das Lagerhaus hat ja aber auch eine richtige wichtige Rolle, ne? Das Lagerhaus sorgt für Ordnung und ja, wobei ich mit der Ordnung nicht ganz zufrieden bin im Lagerhaus. Ich hätte lieber eine Truhe, wo ich alles sehen kann, ne? Ich, mit dem Lagerhauseffekt, da komme ich nicht voran. So, da hinten müssen wir dann auch noch weiter bauen. Hier haben wir natürlich dann auch noch ein bisschen was. Wollt ihr verrottetes Fleisch? Isst ihr das? Nee, ne? Nur Hunde essen sowas. Naja, ich brauche mal einen Hund. Ich brauche einen Hund an meiner Seite. So, ja. Alter. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt heute rendern darf. Der Computer fällt dann erstmal gleich auseinander, wenn ich rendere. Und das braucht er so ein bisschen, wenn er rendert. Und dann läuft er auf volle Leistung. Also auf 100% ist die CPU-Nutzung. Und dann. Ja, dann kann ich aber auch tatsächlich nichts machen, außer YouTube-Video schauen oder sowas. Ich glaube nicht mal das hakt sogar ein bisschen. Und ich rendere die ja nur in 720p, ne? Also. Und ich finde so, hier machen wir auch lang nicht mehr. Hier haben wir auch noch ein paar Grabsteine frei. Und. Ja. Lieber Albert und die Relativitätstheorie. Ich denke natürlich immer noch an dich, auch wenn du seit der dritten Folge weg bist. Seit dem 1.7.2015. Du warst einen Tag hast du überlebt, du warst ein Eintagshuhn. Du warst das Huhn, was mir Eier gebracht hat. Du warst das Huhn, das mir das, wo 2 Hühner entstanden sind und wo dann aus 2 Hühnern ein ganzes Gehege wurde. Du hast es erst möglich gemacht. Oh, gute Musik. Du hast es erst möglich gemacht, dass ich ein Hühnergehege habe. Dass ich Essen habe für jeden Tag. Ich danke dir vom Herzen, lieber Albert. So. Wen haben wir denn hier noch? 1944 bis 2011. Dr. Med, den Ras. Okay. Was habe ich mir da ausgedacht? 1987 bis 2015, Alter. Gerichtsvollzieher, Herr Dr. Med. Creeper. Ach, der Gerichtsvollzieher ist hier gestorben. Ja, lieber Gerichtsvollzieher, es sind auch ein paar andere gestorben. Ein paar andere Gerichtsvollzieher. Neben dir, alle Creeper, wie wir wissen, sind Gerichtsvollzieher. Aber ganz ehrlich, ich habe niemanden betrogen. Ich brauche keinen Gerichtsvollzieher. Ich brauche niemanden, der mir die Sachen wegnimmt. Ja, also gut. So, gehen wir wieder auf den... Wes? Ist das wahr? Oder ist das jetzt... Ist hier gerade ein Creeper explodiert? Ein weiterer Gerichtsvollzieher ist gestorben. Na gut, aus der Höhle da unten. Wen haben wir denn da unten noch? Oh, hallo. Ja, könnt ihr springen? Oh! Ah, jetzt kommt der beide nicht mehr raus. Pech. Ich würde sagen, diesen Eingang hier, den versperren wir. So und so. Es wäre nichts gewesen. Dann treten wir auch mal wieder den Heimweg an. Da muss ich tatsächlich eine Aufnahmepause machen. Und die mache ich hier auf der Martin-Luther-King-Brücke einfach mal. Just for fun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt rendern gehen, auch wenn ich glaube, das wird schief gehen.
Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut.